From Teamwork to Network ist das Motto bei uns in der Organisationsentwicklung und wir wollen euch heute mal ein kleines Update über den aktuellen Stand geben. Nachdem die Gesellschafter ja gesagt haben, wir wollen ein Netzwerk werden, war die Frage, wie gehen wir das Ganze denn an? Wir haben gemerkt, dass wir mit den klassischen und für uns typischen Herangehensweisen, nämlich wir machen einfach mal, nicht wirklich weiterkommen. Und deshalb haben wir uns professionelle Unterstützung von Ralf Jansen als externen Organisationsentwickler geholt und Experte für kollegiale Führung. Als ersten Schritt saßen wir dann mit den Gesellschaftern zusammen und haben mal überlegt, wie wir von den Gesellschaftern aus das Unternehmen aufziehen können quasi und haben eine erste Lösung entwickelt, die wir dann auch mit den Gesellschaftern schon beschlossen haben. Und zwar sieht die vor, dass die Gesellschafter einen Topkreis einberufen, diesem Topkreis auch die explizite Aufgabe geben, sorg mal für Selbstorganisation im Unternehmen. Und dieser Topkreis, der besetzt es mit Martin, Sepp und Jo, hat dann die Aufgabe zu überlegen, welche der Geschäftsführungsaufgaben werden eigentlich an welche Stelle im Unternehmen delegiert, ja, und dazu entsprechende Koordinationskreise zu gründen. Also Beispiel, warum Sarah und ich hier sitzen, Koordinationskreis Organisationsentwicklung. Andere Beispiele sind zum Beispiel Personal, Finanzen, Strategie, Compliance ist auch ein Thema, was gerade bei uns so ein bisschen aufkommt. Und da wollen wir im nächsten Schritt überlegen, welches sind die notwendigen Kreise, die wir hier aufbauen wollen und wie hängen die vorhandenen Teams, zum Beispiel Teampersonal, da eigentlich mit zusammen. Wir werden auf keinen Fall jetzt etliche Kreise im Voraus planen, sondern wir wollen schauen, welche Kreise es tatsächlich braucht. Also welche Themen bei uns noch nicht gut verankert sind und wofür es klare Verantwortlichkeiten braucht. Es wird auch keine strenge Hierarchie im klassischen Sinne geben, wo alles an einem Punkt hängt, wie bei einer Pyramide in einem klassischen Konzern. Ziel ist es weiterhin, möglichst viele Entscheidungen autonom in der Peripherie zu treffen. Die nächsten Schritte im Prozess sind eine größere Infoveranstaltung für alle, die Interesse haben, mehr darüber zu erfahren und auch potenzielle Mitglieder für die ersten Koordinationskreise zu identifizieren und auch diese entsprechenden Kreise zu konstituieren. Also wie arbeiten die Kreise denn zusammen und wie werden Entscheidungen getroffen? Genau, mehr gibt es dann in den Infoterminen. Ansonsten, wenn ihr noch Interesse habt, ein bisschen zuzuhören, wie Ralf, Sarah und ich über dieses Thema sprechen, gibt es jetzt auch einen neuen Podcast, den haben wir genannt Echt Jetzt, Cybert Media denkt Agilität neu. Den gibt es auch schon auf den bekannten Podcast-Plattformen und wir freuen uns über den einen oder anderen Zuhörer. Und dann soll es das an dieser Stelle schon gewesen sein. Wir freuen uns auf Fragen von euch zu dem Thema. Tschüss.